Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch erzählen, was Zimt alles für unsere Haut tun kann. Und es ist extrem viel. Und wie und was, das erzähle ich euch gleich. Also gerade bei uns kurz vor Weihnachten riecht einfach alles nach Zimt und Nelken. Und ach Gott, dieser ganze Duft strömt auf uns ein und auch auf unseren Magen. Aber was Zimt für unsere Haut tun kann, das ist wirklich sehr, sehr viel. Und das sollten wir auch tun. Natürlich ist Zimt etwas, was bei uns nicht wächst. Und wisst ihr, was eigentlich Zimt ist? Zimt ist es eigentlich eine Rinde des Zimtbaumes. Und hier habe ich es zum Beispiel. Und warum schaut das so aus? Ja, weil es wird dann getrocknet und es rollt sich zusammen. Wir können natürlich Zimt zum Beispiel in Getränken etc. oder wenn wir etwas aufkochen, so als Rinde verwenden oder in pulverisierter Form. Zimt hat besondere Eigenschaften. Zum Beispiel, es ist antibakteriell. Es ist auch ganz leicht entzündungshemmend, aber extrem durchblutungsfördernd. Ja? Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr etwas mit sehr, sehr viel Zimt isst oder so, dann boah, auf einmal fühlt es euch ein bisschen hitziger, ja? Und das ist ganz gut so, weil unter anderem wird auch Zimt deswegen eingesetzt innerlich, um zum Beispiel Verdauungsprobleme zu regulieren. Aber was können wir denn alles für unsere Haut mit dieser wunderbaren Baumrinde machen? Zimt hat einen sehr, sehr hohen Gehalt an Antioxidantien und wir wissen, was das bedeutet, dass es freie Radikale bekämpft. Und Zimt hat auch noch einen sekundären Pflanzenstoff, Eugenol zum Beispiel, was auch sehr, sehr wirksam ist. Also wie gesagt, nicht nur innerlich, sondern auch auf der Haut, also antibakteriell, durchblutungsfördernd etc. Was aber Eugenol, dieser sekundäre Pflanzenstoff, benötigt Öle oder Fette. Und aus diesem Grund, Leute, gibt es die ultimative, eigentlich super schmeckende, ja, Gesichtsmaske mit Zimt. Dazu habe ich hier in diesem Fall, wie ihr seht, ein bisschen Schlagobers, aber ihr könnt es auch ein bisschen Creme Fraiche nehmen. Also im Winter finde ich, es ist besser, wenn ihr etwas nehmt mit mehr Fettgehalt. Also deswegen Schlagobers, Creme Fraiche oder ein bisschen Sauerrahm und gibt es eine Prise Zimt dazu. Ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, wie ich sage, wir sind individuell, unsere Haut ist individuell und deswegen, und genau deswegen können wir nicht wie irgendeine Massenware einfach auf unsere Haut packen und dann denken so, okay, wirkt's, wirkt's nicht oder bin ich in 2 Tagen schön oder habe ich keine Falten oder was auch immer, ja. Also Zimt wirkt und deswegen kann es auch sein, dass es bei manchen Menschen Allergien auslöst. Deswegen bitte, ich sag's immer wieder, bitte, bitte vorher testen. Also wirklich nur eine Prise Zimt dazu. So, ihr Lieben, ihr kennt meine Feder. Und ich hatte viele Fragen, warum diese Feder. Also erstens, Leute, Feder sind einfach kein Plastik, wie sagt man, diese Spachtelchen, ja. Also das heißt, wir vermeiden damit schon relativ viel, ja. Zweitens greifen wir jetzt nicht dauernd in irgendwas rein, sondern haben hier etwas, was wasserabweisend ist und wieder antibakteriell. Und bitte vergessen wir nicht, wir brauchen Streicheleinheiten. Ja, und wenn uns schon niemand vielleicht gerade herumstreichelt im Gesicht, dann haben wir unsere Feder. Also, das war's ganz kurz zur Feder. Wir nehmen ein Milchprodukt, also wie gesagt Schlagobers, Creme Fraiche oder vielleicht ein bisschen Sauerrahm und tun einfach mit dieser wunderbare, ach, das riecht so herrlich, ja, einfach unser Gesicht, ihr kennt das, hier ein bisschen auf die Nase auch drauf, ja, schön, so, schön streicheln. Wisst ihr, die Federn, also diese Gänsefedern, zum Beispiel diese Weidegansfedern, ja, die streicheln, weil sie unterschiedliche Längen auch haben, super sanft die Haut. So, und diese, wirklich, Leute, diese Maske, die riecht, ja, das ist so, boah. Und sie schmeckt, ja. Und vielleicht, wenn sich manche jetzt denken so, um Gottes Willen, die leckt sich irgendwas vom Gesicht ab. Dann sage ich kurz, stopp, überlegen wir, finden wir unsere eigene Haut grauslich oder gerade Zimt und das Milchprodukt, ja? Also, und noch einmal, bitte, bitte, vergiss es nicht, ja? Unser Körper, unsere Haut ist voller Milchsäurebakterien. Hätten wir sie nicht, wären wir ein bisschen löchrig, also ich versuche es runterzubrechen, und wir wären fast durchlässig gegen alles drum und dran, wogegen diese Milchsäurebakterien
eigentlich wirken. So, aber zurück zu dieser Maske. Ja, und dann lässt ihr das einfach, ich würde sagen, so 5 Minuten einwirken. Das ist riecht traumhaft. Ja, es riecht einfach traumhaft. Und dann einfach entweder abwaschen, aber ich nehme sehr, sehr gerne ein trockenes Handtuch nach circa 5 Minuten und tue es einfach trocken, ganz sanft, ja, ganz wichtig, nicht rubbeln, ganz sanft einfach diese Maske abwischen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es beginnt zu ziehen, zu prickeln, es juckt, in dem Moment bitte runter, das ist ganz wichtig, aber das ist ja das Tolle, ihr schaut auf euch selbst, ihr schaut auf eure Haut, was sagt sie mir? Also ihr Lieben, wenn ihr zum Beispiel fortgehen möchtet und denkt, oh Gott, meine Haut schaut ein bisschen langweilig und fahl aus, Zimtmaske, sofort drauf. Also ihr Lieben, Weihnachtsgewürze sind auch Hautgewürze. Was ihr noch machen könnt mit Zimt, was ich gesagt habe, Zimt ist durchblutungsfördernd. Also deswegen könnt ihr auch Folgendes machen. Ihr nehmt ein bisschen Öl, zum Beispiel Olivenöl, und gibt ein bisschen Zimtpulver drauf. Ich habe jetzt noch meine sozusagen Milchprodukt mit ein bisschen Zimt. Und das geht hier auf eure Lippen. In dem Fall mit Öl. Nicht sofort abschlecken, weil das ist ein bisschen kontraproduktiv. Und ihr werdet sehen, dass wirklich innerhalb einer Minute eure Lippen so BAM! So boostermäßig werden. Und das hält auch relativ lange. Und was ist der Nebeneffekt? Ihr habt Lippen, soll man küssen. Wunderschöne, pralle Lippen. Und natürlich, was das Tolle ist, es ist antibakteriell. Also ihr habt hier auch noch zusätzlich einen Schutz. Und einfach eine natürliche Weise, wie ihr eure Lippen aufpustern könnt. So ihr Lieben, also das war's heute von mir, kurz vor der Weihnachtszeit, vor dem Weihnachtsfesten, wenn man schnell eine schöne durchblutete Haut braucht. Verwendet Zimt, bitte immer Achtung. Zimt ist wirklich ein starkes Gewürz. Man spürt es relativ schnell auf der Haut. Vorher testen. So, ihr Lieben, es würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, auf Facebook und hier weiter auf YouTube. Ich freue mich irrsinnig über eure Kommentare. Was habt ihr für Rezepte und Ideen? Und ich freue mich irrsinnig, euch nächstes Mal hier auf meinem Kanal bei Davidson begrüßen zu dürfen.